JuvaFlex. Worin unterstützt dich JuvaFlex? Mehr dazu gleich. Fenchel, Geranie, römische Kamille, blauer Rheinfarn und Immortelle oder Strohblume. Und dazu noch Sesamsamenöl. Das ist die Ölmischung JuvaFlex. Du kannst sie pur anwenden. Natürlich einmal wieder aus der Hand inhalieren. Oder aus Achtungsfärb durch den blauen Rheinfarn. Also jetzt nicht irgendwie auf ein weißes Kopfkissen oder so auftragen. Ein super mildes Öl. Unterstützt die Wirkung der Leber oder die Arbeit der Leber. Ist also toll bei Entgiftungsprozessen und auch unterstützt auch den Lymphfluss. Also wenn du ja irgendwelche Entgiftungs-Detox-Aktionen gerade durchführst, dann hilft JuvaFlex dann auch nochmal. Du kannst JuvaFlex im Bereich der Leber auftragen. Ansonsten eben auch aus den Händen inhalieren, auch aus einem Ultraschallvernebler inhalieren. Oh, herrlich. Und ja, natürlich grundsätzlich von Kindern fernhalten. Das gilt immer für ätherische Öle. Sie können bei Kindern angewendet werden, aber natürlich unter Kontrolle, unter deiner Kontrolle. Und ansonsten eben auch von, nicht von Schwangeren fernhalten, nein, sorry, schwangere, stillende Mütter, Kranke und all diejenigen, die ein Medikament zu sich nehmen, die fragen bitte auch vorab ihren Arzt. Wow, also, wenn du wieder eine Entgiftungskur durchführst, irgendwie eine Leber-Darm-Reinigung, dann unbedingt nochmal mit JuvaFlex unterstützen. Viel Erfolg damit!